Arbeitsreicher Tag. Jetzt geht die Sonne da hinten unter und ich schaue mir an, was ich heute geleistet habe, was ich geschafft habe, was ich gemacht habe, was wächst, was nicht wächst. Einer der wenigen Momente, wo ich mir mal Ruhe gönne, der ganz normale Selbstversorgerwahnsinn, Teil 96. Dranbleiben, wird spannend. Vielleicht habe ich einfach nur ein zu kurzes Gedächtnis. Jedes Jahr denke ich, das wird alles nichts. Das ist alles für die Katze, was ich hier mache. Und am Ende des Jahres weiß ich, das ist sowieso Massen von da. Wir machen jetzt in diesem Video wieder einen Sprung zurück, weil es ja keine Live-Sendung. Einen Sprung zurück. Gucken uns an, was sich so getan hat. Und wenn die Sonne ganz untergegangen ist, und ich immer noch hier sitze, dann sehen wir uns wieder. Nee, war wirklich anstrengend heute. Viel gegossen, viel gehackt. Tja, so ist das Gärtnerleben. Viel Spaß. Beginnen wir dieses Video mit einer unangenehmen Arbeit, die ich in den vergangenen Jahren immer der große Sohn gemacht hat. Der ist jetzt irgendwo, liegt wahrscheinlich irgendwo im toten Meer und schwimmt da rum. Jetzt muss ich die Kartoffeln anhäufeln. Alles, was mit schwerer körperlicher Arbeit zu tun hat. Gut, aber ich komme nicht drum rum, was? Legen wir los. Also zumindest bei den Frühkartoffeln kann ich das schon mal machen. Die anderen sind noch etwas später. Noch nicht ganz so groß. Den habe ich gestern Abend noch mal ein bisschen Wasser gegeben, damit nicht ganz so trocken ist. Aber gegen die Trockenheit kommen wir auch so nicht an. Habe ich so mit dem Schlauch jede Pflanze einzeln bewässert. So, erste Reihe geschafft. Ist zwar nicht so gut wie der Sohn, der immer gemacht hat, hat sich immer sehr viel Mühe gegeben. Pause, jetzt gucke ich mal nach, ob irgendwo Kartoffelkäfer sind. Ich habe hinten auf den wild aufgelaufenen Kartoffeln, also da wo im letzten Jahr welche stand, habe ich schon einen gefunden. Und im Gewächshaus, da stehen auch ein paar Kartoffeln, habe ich auch schon einen gefunden. Bin ich mal gespannt. Das sind so zwei Reihen Frühkartoffeln und das sind die etwas späteren. Da lasse ich mir noch Zeit mit. So, Käferchen. Wo seid ihr? Kein Käfer, aber dieses Zeug. Nee. Noch keiner zu sehen. Aber das kann nicht lange dauern. Dann sehe ich die ersten hier. So. Auch die zweite Reihe. Durch. Man wird nicht jünger. Aber wo ich gerade hier bin, gehen wir mal da hinten zu den Weintrauben rüber. Die letzte Folge in dieser Serie habe ich ja mit der Ernte von diesen Kamtschatka-Beeren aufgehört. Ist mir zum Schluss noch eingefallen, dass ich Ihnen ja auch mal zeigen will, was da mal rumkommt bei der ganzen Geschichte. Und damit ich das in diesem Video nicht vergesse, gehe ich jetzt nochmal Spargel stechen. Oder nicht stechen, sondern abschneiden, ist ja ein Grünspargel. Also da sind wir jetzt wirklich schon eine ganze Zeit lang dran und haben sehr reichlich geerntet. Wobei ich in diesem Jahr auch wirklich regelmäßig geerntet habe. In den vergangenen Jahren ist mir das immer durchgegangen. Und wenn die einmal groß sind, oder wenn die ersten davon groß werden, dann bildet die Pflanze keine neuen Triebe mehr. Dann sieht die nämlich so aus wie diese hier. Und dann ist da nichts mehr zu holen. Die habe ich übrigens jetzt extra schon stehen lassen, weil das waren nur noch winzig kleine Triebe, dünne. Habe ich gesagt, lass die Pflanze mal wachsen.
damit die sich erholen kann für das nächste Jahr. Aber hier ist noch was zu holen. Und wir haben wirklich, wirklich viel Spargel gegessen. Alle zwei Tage mindestens eine gute Portion. Da freut man sich doch. Aber das Spiel dürfte jetzt auch bald vorbei sein. Dann können die sich wiederholen, damit es im nächsten Jahr weiter mit Spargel geht. Muss ich mir ein neues Beet für anlegen. Ist schon zu alt. Irgendwann, vielleicht im Herbst, wenn ich zickern. So, habe ich statt Ernte den Erntepart in diesem Video schon mal durch. Hatte ich ihn doch im letzten Video in dieser Serie, glaube ich, oder vorletzten, habe ich ihn doch erzählt, wenn von diesem Weißklee, von dieser Gründüngung, die ich hier machen wollte, die ja nicht funktioniert hat. Dann habe ich ja das ganze Stück wieder, das Unkraut weggemacht, weil er war schon viel zu hoch. Bin dann mit der Fräse drüber gefahren. Und habe eine Gründüngungsmischung drauf ausgestreut. So, soweit erstmal so gut. Jetzt stand hier auf der Packung drauf, feucht halten. Das versuche ich jetzt hier. Ich sitze jetzt hier jeden Tag morgens und abends und halte diesen Wasserschlauch da drauf. Und da können Sie tun und lassen, was Sie wollen. Nach ein paar Stunden ist das wieder trocken. Also dieses Feuchthalten, die sind echt witzig. Das Wasser verdunstet schneller, als ich das hier verteilen kann. Aber die Erde ist ja nun auch durch das Fräsen ziemlich fluffig. Also ich glaube nicht, dass da ohne irgendwelches Wasser irgendwas hier aus der Erde kommt. Und ich will diese Fläche nun letztendlich bewachsen haben. Mit einer Gründüngung. So soll das sein. Jetzt könnten Sie natürlich sagen, warum in Gottes Namen sitzt der hier stundenlang und versucht mit einem Wasserschlauch diese Fläche zu bewässern. Das kann ich Ihnen sagen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Es gibt keine vernünftige Alternative. Ich habe es versucht mit so einem Kreisregner. Ich habe es versucht mit einem Rasensprenger. Alle beiden Varianten haben einen großen Nachteil. Weil ich kriege das Wasser ja mit einem Hauswasserwerk hier rüber geliefert. Und dieses Hauswasserwerk hat nun mal, zumindest da, was ich da stehen habe, die Eigenschaft, dass das mal viel Druck hat und mal wenig Druck hat. Und wenn ich den Rasensprenger aufstelle, dann habe ich manchmal nur so, sprüht er einen halben Meter und wenn die Pumpe anspringt, sprüht er einen halben Kilometer. Da, man merkt, man hört, wenn die Pumpe wieder anspringt, ist der Druck wieder da. So, das hat dann nachher zur Folge, dass ich an manchen Stellen habe ich die Erde durchnässt, also das ist dann der einzige Sumpf und an anderen Stellen kommt nichts hin. Oder bin ich da überkorrekt, dass das vielleicht auch funktionieren würde, wenn ich das einfach nur drauf gestreut hätte und die Natur hätte machen lassen. Lassen Sie mich doch mal wissen. Wir gehen jetzt mal rüber und gucken uns die Pumpe an, die da hinten steht. Und dann sagen Sie mir, wenn Sie irgendeine haben, eine Alternative. Also würde mich ja freuen, wenn ich hier nicht stundenlang mit dem Schlauch hier rumstehen müsste und das zumindest hier, bis das dann irgendwann aus der Erde ist, bewässern müsste. Wir gehen mal rüber. Also mit so einem Ding habe ich es versucht. Wie gesagt, mal sprüht er nur so und mal Kilometer weit. Und ich habe es mit so einem Ding versucht. Genau das gleiche Spiel. Das funktioniert, solange der Druck gleich bleibt. Da der Druck aber dauernd nachlässt, wenn der zu wenig ist, dann bleibt er einfach stehen. So, zack. Dann sprüht der eine Minute lang immer auf die gleiche Stelle, die dann klitschnass versaut ist und an anderer Stelle kommt viel zu wenig hin. So, die Pumpe, die ich hier benutze, das ist so ein, ja, eben so aus dem Baumarkt hier, so ein ganz normales Hauswasserwerk. Gibt es nicht irgendwelche Pumpen, die aus einem Regenwasserbehälter mit gleichbleibendem Druck
Wasser nach hinten befördern. Weil aus diesen raus nehme ich das. Ich meine, es ist nicht die unangenehmste Arbeit, hier zu sitzen und ein bisschen mit dem Schlauch rumzuspielen. Aber ich könnte stattdessen auch Gemüse pflanzen. Nee, jetzt mal im Ernst. Gibt es irgendeine Pumpe, die das macht? Ein Hauswasserwerk, was aus einem Behälter mit gleichbleibendem Druck pumpt. Also das würde mir schon enorm viel helfen. So verbringe ich hier meine Zeit. So, dann habe ich das wieder ein bisschen angefeuchtet. Aber ich habe schwer den Eindruck, an den Stellen, wo ich angefangen habe, fing das schon wieder an zu trocknen. Ich kann Ihnen sagen, das Leben ist hart. Irgendwie regnet es immer dann, wenn es nicht soll. Und wenn es soll, dann regnet es nicht. Zumindest in meinem Garten. Da ist mir ja von den 4 Pflanzen eine eingegangen. Die habe ich ja ersetzt. Aber da ist noch eine weitere hier. Also die ist schön. Aber die hier, die treibt hier an 3-4 Stellen aus. Und der Rest, denke ich mal, ist trocken. Ich meine, es ist zwar kalt gewesen, aber dass da nur gar nur so wenig kommt, die hat sich ein paar Jahre gehalten, 3-4 Jahre, und jetzt auf einmal, nada. Woran liegt das? Und wo wir gerade bei ungelösten Rätseln sind, gehen wir nochmal bei den Johannisbeeren vorbei. Nein, das waren keine Johannisbeeren. Ich wollte Ihnen nur die Blüten mal zwischendurch zeigen. Da steht ja eine ganze Reihe Johannisbeeren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und glauben Sie, da wären irgendwo nennenswert an Früchten dran? Also wo noch Früchte dran sind, das sind die schwarzen, also soweit ich mich erinnere. Da haben wir ein paar. Rote habe ich schon seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen und weiße noch viel länger nicht. Das müsste nämlich eine Weiße sein. Unmengen an Trieben, aber nicht eine einzige Beere da dran. Und das schon seit einigen Jahren. Haufenweise hier, dicke, dünne, nur Laub. Oh, da, tatsächlich, da sind eine einzige, sehe ich hier. Ja, das macht den Kohl wirklich fett. Man sollte doch annehmen, das sind so unproblematische Dinger. Ich müsste da Kilo und Körbeweise von ernten. Klappt nicht. Irgendeinen Schimmer, woran das liegt. Ich meine, an falschem Schnitt kann es nicht liegen. Weil, das habe ich ja mit einem Fachmann gemacht, hier oben in der Infobox. Und genau an die Anleitung habe ich mich gehalten. Trotzdem funktioniert nicht. Kaffee trinken. So. Kaffee getrunken, habe ich Ihnen doch im letzten Selbstversorgerwahnsinn doch von dieser Geschichte mit dieser Gründüngung da erzählt. Gucken wir mal drauf, wie das aussieht. Ich weiß nicht, wie oft ich hier den Rasensprenger habe drauflaufen lassen. Es sind von den Tagetes sind ja eine ganze Reihe gekeimt. Das sieht jetzt noch relativ klein aus. Aber wenn die erstmal anfangen zu wachsen und ich warte täglich darauf, dass das richtig schön voll ist hier, dann hoffe ich, dass das anders aussieht. Jetzt gehen wir mal hinten zu dieser Gründüngungsmischung, die ich da verbreitet habe. Gehen wir mal rüber. Also man sieht ja schon, dass irgendwas Grünes da ist. Auch hier habe ich die ganzen Tage hier jeden Abend den Rasensprenger drauf laufen lassen, weil es wieder so trocken war. Und mir ist es sogar gelungen, relativ gleichmäßig zu verteilen. Weil ich auch schon anders erlebt habe. Da habe ich das also irgendwo auf eine solche Stelle gestreut und der Rest war leer. Also ich bin guter Hoffnung, dass das irgendwann hier schön grün und bunt wird. So der Wettergott will. Diesmal kein Kaffee. Quittensaftschorle. Das war eine gute Idee, dass ich den Quittensaft habe im letzten Jahr. Und die Quitten habe ich entsaften lassen. Mit Sprudelwasser. Das ist echt eine leckere Geschichte. Aber das wollte ich Ihnen jetzt nicht erzählen. Von Ratten habe ich Ihnen schon erzählt im letzten Video. Von Mäusen.
Ich war wieder erfolgreich da drin. Das ist jetzt der fünfte Tag hintereinander, wo ich so ein Vieh gefangen habe. Da, sieht man das? Ich kann Ihnen sagen, also mit so einem Nagern, da hat man echt zu kämpfen. In dem einen Schuppen da hinten, so Lagerschuppen, da hatte ich die ganzen Walnüsse hier. In so einer großen Kiste. Ey, ich weiß nicht, so eine Maus, ich meine, wenn die so eine Walnuss doch aufknabbert, wie auch immer die das schafft, die hat doch mehr Energie verbraucht an der an dem Aufknabbern von der Walnuss, als wie die nachher dann wieder zu sich nimmt. Aber wie auch immer, da liegen Berge von der voller Schalen. Jetzt habe ich diese Falle aufgestellt, schon seit Tagen. Und ich fange jetzt immer wieder neue Mäuse. Und weil ich so ein netter Mensch bin, wenigstens manchmal, werde ich die jetzt freilassen. Na komm, Kindchen, du machst jetzt eine Reise. Ich muss mal einen vernünftigen Gepäckträger, ja, beruhig dich, besorgen. So, wo flitzt du rum? Da oben. Also ich kann den Kirschen nicht viel abgewinnen. Aber ich denke mal, wenn ich die jetzt an die Wand geschmissen hätte oder erschlagen hätte, dann hätte es wieder einen Haufen Ärger gegeben. Also wenn ich Maus wäre, da wo ich die jetzt hinbringe, da wollte ich leben. So, komm du Tierchen. Ja, mit einer Hand. Das ist natürlich immer schwer hier. Jetzt schauen Sie sich doch mal um. Hier wollten Sie doch auch als Maus leben. Unter einem dicken Baum, einem alten und einem kleinen Bach nebenan. Der übrigens nur von dem Wasser gespeist wird, was in Rheinbraun hier in Garzweiler abgepumpt wird. Und wenn da demnächst die Kohleförderung aufhört, dann fällt das Ding hier trocken. Also irgendwo wird dann geklärt, ab wann da irgendwie wieder Wasser reingepumpt wird. Aber ich sage Ihnen, das ist ein Spiel, weil die natürliche Quelle davon, die existiert längst nicht mehr. Die haben sie irgendwann weggebaggert. Und da hinten haben sie letztens hier so Probebohrungen gemacht. Sie werden nicht glauben, die haben mir erzählt, diese Leute da, habe ich gefragt. Da werden drei Rohre gelegt, 1,5 Meter Innendurchmesser, um dann Wasser vom Rhein in die Braunkohletagebaue zu pumpen. Ey, das ist ein Megaprojekt, das kann ich Ihnen sagen. Bin mal gespannt, wie das weitergeht. So, Tierchen, schaffst du das alleine raus oder muss ich daraus befördern? Ja, die Richtung stimmt schon. Komm, jetzt hab dich nicht so. Komm mal raus da. Ich hab nicht Zeit, hier ewig rumzusitzen. Na, nicht hochklettern. Raus. Da. Und weg ist sie. Was macht man nicht alles, damit man bei YouTube nicht wieder Kloppe kriegt. Gut, ein Tier gerettet. Bestückt hatte ich die mit einem Stückchen Brot mit Nutella drauf. Und das ist jetzt keine Werbung, diese stammt von Domenfalle. Vor ewigen Zeiten hat er mir mal welche zukommen lassen. Die funktioniert ganz prima. Da waren noch andere, da war ich nicht so mit zufrieden. Aber also für Mäuse, super. Bei Ratten habe ich noch nicht probiert, muss ich demnächst auch mal ausprobieren. Eine ganz einfache Geschichte. Unten dran das Brot befestigt. Dann wird die Klappe hochgehängt. Das in das Löschchen rein. So. Und wenn diese Maus dann irgendwann da hinten dran will und muss dann ziehen da dran, dann kloppt die das Ding runter. Und wenn die dann an so einen netten Menschen wie mich gerät, dann kommt die in solch eine idyllische Landschaft. Genau da wollte ich als Maus leben. Aber wahrscheinlich hätte ich als Maus nicht so viel Glück wie die. Aber wo ich gerade hier vorbeikomme, wir können mal zwischen den Bäumen da durchgucken. Nicht den Beinen, den Bäumen.
da durchgucken. Da habe ich doch im letzten Jahr habe ich doch da so einen Garten, so eine Wiese umgepflügt und fertig gemacht zur Aussaat, was da draus geworden ist. Weil dieser Streifen, der da so hell ist, das ist das Stück, was ich gemacht habe. Das sieht doch sehr apart aus. Ist nur schade, dass da kein Gemüse wächst. Und heute Abend aufs Neue. Oder doch besser direkt machen. Dann habe ich das erledigt. Stange rein. Stück Brot dran. Fall nicht runter. So. Und ein bisschen Nutella dran. Klappe rein, hoch, einhaken und fertig. Und das ganze Spiel werde ich jetzt wahrscheinlich wochenlang am Stück machen. So viele Mäuse wieder sind. Aber ich will dir ja nicht nur Arbeit zeigen, sondern auch ein bisschen von dem, was so zu ernten ist. Ich habe hier einen schönen Salat. Schauen Sie mal hin. Sieht das nicht hübsch aus? Direkt mehrere davon. Ich meine, ich habe zwar immer Probleme, dieses Ding irgendwie ans Wachsen zu kriegen. Also mit den, da gibt es Salatsorten, die wachsen und keimen vor allen Dingen. Keimen viel zuverlässiger. Aber wenn sie denn mal wachsen und keimen, keimen und wachsen so, dann haben sie einen wunderschönen Salatkopf. Und der Gute an diesem Salatkopf, an dieser Sorte ist, jetzt fragen Sie mich nicht, wie die Sorte heißt, gucken Sie selber in den Saatgutkatalogen nach. Ein einziger Schnitt hier so rumrum fällt komplett auseinander. Brauchen Sie sonst nichts dran zu tun. Aber das ist nicht das Einzige. Eine Pflanze, die sehr ertragreich ist und die sehr einfach zu kultivieren ist, Mizuna. Habe ich auch ein paar hier so zwischen die Tomaten gepflanzt. Gut, die lassen jetzt durch die Hitze hier im Gewächshaus ein wenig die Köpfe hängen. Aber hier kann man ungefähr sehen, wie sie aussehen. Da, ähnlich wie Stielmus. Schmeckt auch ähnlich. Tolles Gewächs. Ja, der sollte jetzt nicht da rein hier. Spendiere ich den Hühnern. Sollten Sie mal ausprobieren. Also ich gehe da nochmal genauer drauf ein. In der nächsten Folge vielleicht. Was ich alles so in die Erde gebastelt habe hier. Was wächst, was nicht wächst. Ich werde Ihnen noch, das noch berichten. Aber je mehr ich auch hier hingucke, es wächst nicht schneller. Falsches Hobby für mich. Hat Ihnen das Video gefallen? Abonnieren, Like-Button drücken. Ihren nächsten Amazon-Einkauf über einen meiner Links würde mich freuen. Dann kann ich mir den Frust über all das, was nicht wächst, wegsaufen. Kaufe ich mir eine Flasche Schnaps. In diesem Sinne. Bis dann. Tschüss.